Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Ja, liebe Rechtsfreunde, vielleicht kennt der ein oder andere von euch noch den Sänger Rio Reiser. Was viele nicht wissen, möglicherweise war Rio Reiser einer der ersten Reichsbürger. Zumindest scheint er die Entwicklung so ein bisschen vorausgesehen zu haben, als er 1986 sein Lied König von Deutschland veröffentlichte. Die Reichsbürger, das sind im Grunde Gruppierungen oder Einzelpersonen, die die Existenz der Bundesrepublik Deutschland als legitim und souverän Staat bestreiten. Was im Grunde auch erstmal nichts Problematisches ist, wenn nicht einige Einzelpersonen sich daraufhin sogar weigern würden, Steuern oder Bußgelder zu entrichten oder aber auch Gerichtsentscheidungen zu akzeptieren. Wichtig ist mir vorher klarzustellen, dass es nicht den Reichsbürger gibt, sondern die Bewegung durchaus vielschichtig ist, was wir wahrscheinlich auch in dieser Kommentarspalte unter diesem Video sehen werden. Auch bin ich mir sicher, dass sich mein Like- und Dislike-Verhältnis, was ich sonst so habe, hier deutlich verschieben wird. Was aber auch vollkommen okay ist. Wir haben in Deutschland Meinungsfreiheit und da kann auch jeder sagen, was ihm gefällt oder nicht gefällt. Aber ihr könnt mir unten schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser ganzen Thematik haltet und ob ihr schon mal mit diesen Thesen in Kontakt gekommen seid. In diesem Video geht es allgemein um die Thesen: Ist Deutschland eine GmbH? Sind wir Personal dieser GmbH? Ist der deutsche Staat, die Bundesrepublik Deutschland, ein Staat? Ist dieser Staat souverän und besteht möglicherweise eigentlich das Deutsche Reich in seinen alten Grenzen mit den alten Gesetzen fort? Und da fangen wir mal an. Deutschland ist eine GmbH. Eine der populärsten Thesen lautet sicherlich, dass die Bundesrepublik Deutschland ein privatwirtschaftliches Unternehmen sei. Und begründet wird es damit, dass im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt eine Bundesrepublik Deutschland GmbH eingetragen sei. Und das ist auch tatsächlich so. Jedenfalls ist dort eine Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH eingetragen. Also ein Unternehmen des Bundes, welches sich eben um finanzielle Angelegenheiten kümmert. Zitat: Als zentraler Dienstleister für die Kreditaufnahme und das Schuldenmanagement des Bundes kümmert sich dieses Unternehmen um die Platzierung von Staatsanleihen auf dem Finanzmarkt und ist deshalb privatwirtschaftlich organisiert. Wie jeder weiß, hat Deutschland wie viele andere Länder auch eine sehr hohe Staatsverschuldung. Und da muss sich eben jemand drum kümmern, dass diese Kredite dort sinnvoll verwaltet werden und gegebenenfalls überschüssiges Geld auch sinnvoll angelegt wird. Mit den sonstigen staatlichen Aufgaben der Daseinsvorsorge, Sicherheit, Polizei, Schulwesen, Bildung, Armee, Gesundheit etc. etc. hat dieses Unternehmen aber überhaupt nichts zu tun. Und man benutzt deshalb ein privatwirtschaftliches Unternehmen, weil das an den Finanzmärkten eben so üblich ist und es auch deutlich effektiver ist, als wenn man dafür eine Behörde mit einem riesigen Beamtenapparat hat. Wir sind Personal dieser GmbH, deshalb haben wir einen Personalausweis. Die Sache mit dem Personalausweis beruht im Grunde nur auf einer falschen Wortinterpretation. Das Wort Personalausweis leitet sich in seinem ersten Teil nicht vom mittellateinischen Wort Personale ab, sondern vielmehr vom spätlateinischen Wort Personalia ab, was im Grunde nur bedeutet persönliche Dinge. Und deshalb nimmt die Polizei, wenn sie einen überprüft, auch die Personalien auf. Kennt man, ne? Und daher schlüssig steht auf diesem Ausweis auch nicht, in welcher Zweigstelle einer angeblichen GmbH man arbeitet, sondern eben die Personalien. Wie groß man ist, welche Augenfarbe man hat, wo man geboren ist und wo man lebt. Die Bundesrepublik Deutschland ist kein Staat. Ähnlich wie bei dem GmbH-Mythos verneinen einige die Staatsqualität der Bundesrepublik Deutschland. Aber dabei sind sich fast alle Rechtswissenschaftler einig, dass ein Staat mindestens drei Elemente aufweisen muss: ein Staatsgebiet, ein Staatsvolk und die Staatsgewalt.
diese, Achtung für die Studenten, von Jelinek aufgestellte Drei-Elementen-Lehre wird von der Bundesrepublik Deutschland in allen Punkten klar erfüllt. Wir haben ein Staatsgebiet, das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ist durch die Grenzen gekennzeichnet. Wir haben ein Staatsvolk, das sind alle Staatsangehörigen der Bundesrepublik Deutschland, und wir haben auch eine Staatsgewalt. Staatsgewalt bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass die Bundesrepublik Deutschland hoheitliche Gewalt durch Organe oder Institutionen wie beispielsweise Polizei, Gerichte etc. ausüben kann. Und auch wenn nicht alles immer hundertprozentig funktioniert, wie wir uns das wünschen würden, kann man ja wohl kaum davon sprechen, dass diese Institutionen nicht existieren. Einige Wissenschaftler fordern dann noch sozusagen als viertes Element eine völkerrechtliche Vertretung nach außen, aber eine solche existiert auch und Deutschland wird in der Welt auch als Staat völkerrechtlich anerkannt. Ein weiterer Wissenschaftler fordert dann noch die Existenz einer Verfassung, darauf möchte ich aber im nächsten Punkt zu sprechen kommen. Die Bundesrepublik ist nicht souverän. Die Kritiker argumentieren zweierlei. Erstens, es gäbe keinen formellen Friedensvertrag und deshalb seien die Besatzungsmächte noch am Drücker. Und in der Tat, es gibt keinen formellen Friedensvertrag. Es gibt aber einen materiellen Friedensvertrag, und zwar den 2+4-Vertrag. Und der stellt die Souveränität Deutschlands eindeutig wieder her. Und das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das steht da drin und den haben alle unterschrieben. Zitat: Die Französische Republik, die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland und die Vereinigten Staaten von Amerika beenden hiermit ihre Rechte und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes. Als Ergebnis werden die entsprechenden, damit zusammenhängenden vierseitigen Vereinbarungen, Beschlüsse und Praktiken beendet und alle entsprechenden Einrichtungen der vier Mächte aufgelöst. Und jetzt ganz wichtig, Absatz 2. Das vereinte Deutschland hat demgemäß volle Souveränität über seine inneren und äußeren Angelegenheiten. Das vereinte Deutschland hat demgemäß volle Souveränität über seine inneren und äußeren Angelegenheiten. Das vereinte Deutschland hat demgemäß volle Souveränität über seine inneren und äußeren Angelegenheiten. Weiterhin, und da kommen wir auch ein bisschen zu Punkt 3 zurück, könnte es keinen souveränen Staat ohne Verfassung geben. Und das Grundgesetz sei dem Namen nach schon keine Verfassung. Der Artikel 146 Grundgesetz, alte Fassung, sagte hierzu: Dieses Grundgesetz verlierte seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Und diese Norm, die hat es in der Tat so ein bisschen in sich. Denn in der Tat sollte das damalige Grundgesetz nur als eine Art Provisorium dienen, bis eben das deutsche Volk sich eine, in Anführungsstrichen, neue Verfassung gegeben hat. Aber das sagt doch im Umkehrschluss nicht aus, dass man nicht auch das Grundgesetz als Volk einfach als Verfassung akzeptieren kann. Denn das Grundgesetz, und das steht auch nicht in Artikel 146 drin, hat doch kein Verfallsdatum. Und wenn alle damit zufrieden sind, oder zumindest die Mehrheit des deutschen Volkes, dann ist das vollkommen okay so. Die herrschende Meinung in der Rechtswissenschaft sieht daher den 146 als obsolet an. Und die Begründung ist eigentlich auch relativ vernünftig. Die sagen eben, man kann über Artikel 79 in den Schranken des Artikel 79 Absatz 3 das Grundgesetz im Grunde nach Belieben verändern, solange man die entsprechenden Mehrheiten hat und eben nicht, ich glaube, es ist Artikel 1 und Artikel 20, verändert. Und das würde, glaube ich, auch kein Volk wollen, sich selbst die Menschenwürde oder das Demokratieprinzip abschaffen. Das Deutsche Reich besteht weiterhin mit den alten Gesetzen und mit den alten Grenzen. Nach dieser These sei das Deutsche Reich nicht untergegangen
und bestehe in den Grenzen und mit den Gesetzen von jeweils 1871 oder 1937 fort. Und hierfür wird sich auf ein Urteil oder mehrere Urteile des Bundesverfassungsgerichts gestützt, in der es heißt, die Bundesrepublik sei nicht Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches. Problem ist nur, man hat nicht zu Ende gelesen, denn im Weiteren führt das Gericht nämlich aus, dass die BRD als Staat identisch mit dem Staat Deutsches Reich sei, in Bezug auf seine räumliche, also die Grenzen, aber nur teilidentisch. Und diese Ansicht hat das Gericht auch nochmal im sogenannten Teso-Beschluss bestärkt. Die Bundesrepublik ist damit im Grunde nur ein anderer Name für dasselbe Staatsgebilde, wenngleich aber in neuen Grenzen. Zudem ist die BRD auf völkerrechtlicher Ebene, wir hatten es schon, als Staatssubjekt anerkannt. Ich sage es jetzt einmal in kompliziert und dann noch einmal in simpel. Rechtliche Identität bedeutet nicht räumliche, staatsorganisatorische oder politische Identität, sondern rechtliche Identität meint nur, dass es sich bei zwei aufeinander folgenden Staatsbildern um dasselbe Rechtssubjekt handelt. Was aber nicht bedeutet, dass sich auch die Staatsform, die Verfassung oder die Grenzen ändern können, wie es eben geschehen ist. Das heißt, es behauptet im Grunde niemand, das Deutsche Reich sei jetzt komplett untergegangen, nur es existiert eben gerade nicht irgendwo hier im Nebel, im Dunkeln noch weiterhin in den alten Grenzen mit den alten Gesetzen. Im Gegenteil. Ja, liebe Rechtsfreunde, das war es. Mein Video zu den beliebtesten Reichsbürgerthesen. Schreibt mir mal bitte unten in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet. Wenn ihr vielleicht ganz anderer Meinung seid, könnt ihr das gerne tun. Versuchen wir einfach vielleicht einen respektvollen Dialog miteinander zu führen. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn es für euch hilfreich war, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, aktiviert vor allen Dingen auch die Glocke daneben, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Ich würde sagen, wir sehen uns in einigen Wochen wieder, wenn es wieder heißt, brecht die Regeln, aber nicht das Gesetz. Bis dann. Ciao.